Okay, Wassertaufe. Wassertaufe. Was ist Wassertaufe? Wir wissen alle, wir sind alle Christen, wir sind so sehr religiös, wir wissen, dass es, das heißt Eintauchen, das Baptismus und so weiter, so weiter. Aber ich möchte nur Inhalt, geistlichen Inhalt zum Vorschein bringen. Was ist Taufe? Als erstes, als, das ist ein Zeichen, Zeichen. Wir setzen ein Zeichen, Zeichen für Glaube, Hingabe und Nachfolge. Wer braucht Zeichen? Wir, Menschen und unsichtbare Welt. Das ist ein Zeichen. Das ist so praktisch wie ein erster Schritt. Die Sache ist, Menschen verstehen nicht, was Nachfolge ist. Und deswegen fehlt da, ja, so schlägt ein bisschen um. Was ist Nachfolge und Hingabe? Das heißt, bewusste Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Was heißt Jesus nachzufolgen? So leben, wie Jesus will und Jesus mir sagt. Als erstes geschriebene Wort Gottes. Und dann, wenn wir wachsen und Gottes Stimme hören, das sind so alltägliche Dinge, die wir in Ordnung bringen. Der Heilige Geist uns zeigt, dann müssen wir das in Ordnung bringen. Nachfolge ist für sichtbare Welt, das heißt, mein Leben soll nach und nach sich ändern, zu bessern. Für geistliche Welt, das ist unsere irdische Leben, die zu Hause geschieht, wo keiner sieht. Unsere Gedanken, unser Lebensstil, unsere Denkweisen. Unsichtbare Welt sieht unsere Gedanken und unseren Lebensstil im Kopf. Unsere reale Welt oder menschliche Welt oder physische Welt, er sieht mein Leben, mein Handeln. Das heißt, wenn ich mich entscheide, Jesus nachzufolgen, als erstes muss ich verstehen, um was da geht. Das ist nicht einfach Wasser, Taufe, nass werden und jetzt Halleluja, alles geschah. Nein, das ist erster Schritt. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Es ist bewusste Entscheidung. Nicht, weil mein Nachbarn sich taufen lässt, mache ich das auch, sondern unabhängig von allen Einflüssen, ich entscheide das. Ich möchte das. Apostelgeschichte 2,38. Ich werde nur wenige Bibelstellen nehmen. Wer will, ihr macht Konkordanz auf zu Hause, Taufe und dann alle Bibelstellen über die Taufe und ganz Bibel durchgehen. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi. Wer nicht weiß, früher haben Leute andere Taufen vorgenommen. Es gibt auch Johannestaufe. Und dann davor gab es noch mehr Taufen und es gibt Bibelstelle, wo gesagt wird, wo Paulus sagt, ich habe euch nicht getauft, nur denn und Gott sei Dank, dass ich euch nicht getauft habe, sonst hättet ihr gesagt, ich habe euch in meinen Namen getauft. Das heißt, früher vor Christus, Leute haben auch Taufe angenommen. Das war Lehrer und dann Taufe annehmen und dann irgendjemanden zu folgen. Das war Normalität. Das heißt, als erstes muss man wissen, in welchen Namen werde ich getauft und warum. Wer ist er, wem ich nachfolgen will? Wer ist das? Ich werde doch mein Leben keinem anvertrauen, den ich nicht kenne. Das heißt, ich muss erstmal diejenigen kennenlernen und wissen, um was er lehrt, um was da geht, ihm nachzufolgen. Deswegen ist das so
aus heiterem Himmel, ich will mich taufen lassen, ohne zu wissen und kennen, wer Jesus ist, ohne Evangelium zu hören, hat keinen Sinn. Das ist bewusste Entscheidung. Ich folge jemandem bewusst. Ich heirate jemanden bewusst. Wer hat schon Leute gesehen, die aus Euphorie in Las Vegas geheiratet haben? Ja, im Fernsehen haben wir gesehen. Aus Euphorie, wow, lass uns heiraten, Las Vegas, zack, sofort, ne? An dem gleichen Tag, ne? Und dann, oh, was habe ich gemacht? Deswegen, Jesus nachfolgen, das ist, wir heiraten. Taufe ohne Nachfolge ist ungültig. Machen wir dann Markus 16, 16. Taufe ohne Nachfolge ist ungültig. Das hat keinen Wert, das rettet nicht. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Es steht nicht, wer sich nicht taufen lässt, wird verdammt werden. Wer nicht glaubt, wer nicht nachfolgt. Glaube, das hat immer mit Nachfolge zu tun. Ich glaube Jesus, ich folge ihm nach. Das heißt, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wegen Taufe steht da nichts, aber steht oben. Wer glaubt und getauft wird, wie Stempel, wie Siegel, Zeichen. Ich glaube und jetzt mache ich Zeichen. Aber wenn ich mich taufen lasse, aber ich folge Jesus nach, nicht glaube, es hat keinen Wert. Taufe rettet keinem. Keinen, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir können auch eine Bibel aus Bibelstelle angucken, Apostelgeschichte 8,9. Dann 8,13 und dann 8,18 bis 24. Das ist eine Geschichte über Simon, der Zauberer, der sich, ja. Aber ein Mann namens Simon hatte zuvor in der Stadt Zauberei getrieben und das Volk von Samaria in seine Bann gezogen, indem er sich für etwas Großes ausgab. Dann 8,13. Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus. Und als er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, geriet er außer sich. Dann 8,18 bis 24. Als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach, gebt euch mir diese Vollmacht, damit jeder, dem ich den Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Aha, das heißt, du fährst in Verderben und dein Geld mit dir, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. So tue nur Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werden mag. Denn ich sehe, dass du in bitteren Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach, bietet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem, was ihr gesagt habt, über mich komme. Sehen wir an dem Beispiel, ja? Taufe und Nachfolge im Herzen hat keinen Sinn. Das heißt, diejenigen, die im Herzen nicht verstehen, um was das geht, bitte keine Zeit verschwenden und nicht unsere Kraft und nicht eure Kraft, nicht unsere Zeit und nicht eure Zeit. Das ist nichts. Wofür braucht man dann so viel Mühe für nichts? Ja? Das ist der erste Schritt. Das heißt, jetzt alle so nachdenklich geworden, ja? Bin ich in dieser Reihe? Das heißt, wenn ich mich für Jesus entscheide, dem ganzen Welt zeige, erste Schritte mache, das heißt nicht, dass jetzt Paradies auf der Erde kommt. Wir stellen uns auf den Pfad des Krieges.
Zielscheibe. Wir stellen uns unter die Lupe für geistliche Welt. Solange wir rumlaufen und nicht ernsthaft diese Schritte tun, für geistliche Welt ist das egal. Wir geben uns sowieso Gedanken ein, wir machen, wir führen die aus. Aber wenn wir entscheiden, Jesus nachzufolgen, erster Krieg fängt hier an. Und dann hier. Und dann bei beiden. Ja, Halleluja. Beide Richtungen, hier und rumherum. Das ist schon was anderes. Aber als erstes muss man wissen, ich lebe nicht für Menschen, ich lebe für Gott. Irgendwann, ich werde den nahestehenden Mensch verlassen müssen. Mein Mann, meine Kinder, meine Ehefrau, jeden, jeden. Das heißt, wie viel wert sind Meinung von anderen Menschen in dieser Sache? Nein, fühlt euch nicht unter Druck. Alles soll aus dem Glauben geschehen. Es steht geschrieben, was nicht aus dem Glauben geschieht, ist Sünde. Das heißt, wenn ich aus Angst mache, dass ich nicht in die Hölle lande und was weiß ich da alles, vielleicht irgendwann einen Bonus von Gott bekomme oder das und jenes. Nein, es sind alles falsche Motive. Entspannt euch, es gibt noch andere Zeiten, Termine und dann Glaube wird wachsen und dann sagst du, ja, ich bin jetzt bereit. Nicht, ja, genau. So. Gott ist kein Vergewaltiger. Er vergewaltigt keinen. Er gibt jedem Freiraum zu entscheiden. Reifen, abwarten. Wenn einer sagt, ich halte nicht aus alle Konflikte und Probleme, was auf mich zukommt, lass das lieber sein. Im Herbst oder in neuen Gebäude haben wir Planschbecken, da geht es noch besser. Da, jeden Sonntag. Oh, ich entscheide mich. Wann soll ich Taufe annehmen? Wie lange muss ich warten, bis ich für Taufe mich entscheide? Wenn du innen drin, in deinem Herzen reif bist und diesen Schritt bewusst machst, dann braucht man nicht lange warten. Wir lesen jetzt Apostelgeschichte 8, ab 26 bis 39. Ich bin schon so gewohnt, dass es mir immer schwindelig, wenn ich hier stehe. Und das ist so ungewohnt. Ich denke, hä, Heiliger Geist, mache ich was falsch? Ne? Nein, nein, ich mache nichts falsch. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Bis 39, ja, Olga. Und er stand auf und machte sich auf den Weg und sieh, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und gewaltiger Dekandake, der Königin der Äthiopier, welche über ihre ganze Schatz gesetzt war. Diese war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Oh, ich will auch so Heiligen Geist hören. Ne? Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Aber er sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt. Und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Ha, ich liebe diese Stelle. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, sieh, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist.
Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Und er, als sie, 39, nee, auf, taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist der Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Halleluja! So, meine Lieben, wer glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Wer weiß, dass er für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden? Dass er durch Jungfrau Maria geboren wurde? Das Glaubensbekenntnis von evangelischen und katholischen Leuten, auch von uns. Gott ist im Fleisch gekommen, für unsere Sünden gestorben, im Himmel aufgefahren, sitzt zum Rechten Gottes und Gott sei Dank im Fleisch auferstanden, und er hat uns Heiligen Geist geschickt, damit wir nicht alleine hier leben, und Heiliger Geist hat die Aufgabe, uns ins Himmel zu führen. Halleluja. Das ist ganz einfach, aber alles sehr ernst. Halleluja. Wer kann Taufe vollziehen oder durchführen? Wir machen so Johannes 4,2. Philippus nehmen wir als Beispiel, nicht er war Apostel, aber wir nehmen einfach andere Bibelstelle. Johannes 4,2. Obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger. Seine Jünger haben Menschen getauft in Jesus Namen. Wir gucken zum Beispiel in Apostelgeschichte, steht geschrieben, als Petrus in eine Gruppe Menschen kam, sagt, wurdet ihr getauft? Sie sagen, ja, auch, mit Johannes Taufe. Ja, so. Das heißt, wir müssen da gucken, mit Johannes Taufe. Damals haben die das nicht gehört. Dann hat er über Jesus erzählt, dann haben die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und so. Lies mal einfach alles durch. Ja, es gibt sehr viel Taufstelle, aber wir wollen nur wichtige Sachen ansprechen. Das heißt, wenn ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er für meine Sünden gestorben ist, wenn ich das weiß und ihm nachfolgen will und ich begreife das ganze Sündopfer, was er gemacht hat, dann hindert uns nichts, Taufe anzunehmen. Durch wen? Durch Jünger Christi. Warum? Es spielt keine Rolle, wer dich unter das Wasser drückt oder rausholt. Allein auf eigenen Glauben wird das gemacht. Bekenntnis, Glaube und Nachfolge. Deswegen, wenn kleine Kinder nicht verstehen, was Nachfolge ist, dann lieber nicht machen. Das hat keinen Sinn, aber Kinder emotional, die sehen, oh, Party, alle machen, das ist auch keine Sünde. Die werden irgendwann begreifen, boah, da war nicht richtige Taufe, aber jetzt will ich richtige Taufe, ne? Wie alle anderen, manche dritte Mal, vierte Mal. Aber wenn man immer Erkenntnis bekommt, ja, ich will, auf Jesu Name, bitteschön. Wann wieder, wie gesagt, muss man nicht lange warten. Wenn man begreift, um was da geht, muss man auch nicht ganze Leben Bibel auswendig kennen, lernen. Wenn man begreift, wegen Nachfolge und Hingabe, dann machen wir das. Was ist Nachfolge und Hingabe? Das tun, was Jesus sagt. Wenn jemand Bergpredigt liest und das schon alles erfüllt hat, naja, gibt solche Leute, dann wird man verstehen, was es Nachfolge ist. Was Jesus sagt, machen oder nicht machen, tun oder nicht tun. Das sind so erste Schritte. Und dann geht es tiefer. Tiefer, tiefer. Und wer weiß, wie lang wird das alles dauern? Das, bis wir vor Jesus erscheinen. Das ist Nachfolge. Feuertaufe ist was anderes. Wir reden heute über Wassertaufe. Deswegen, wenn wir sterben und vor Jesus erscheinen, wir werden gelötet wie Gold und das was. Wird von uns alles abfallen, was da noch geblieben ist, und dann sind wir da. Wir sind schon heilig, wir sind berufen, heilig, abgesondert für Erziehung, für Nachfolge und so weiter. Wir sind schon gerettet. Wir gehen trotzdem Verbesserungsprozesse durch, sage ich immer so. Amen? Amen. Habt ihr noch Fragen?
Ja, tu Buße. Wegen Buße. Buße, das ist, es gibt eine globale Buße. Ich verstehe, dass ich durch und durch sündhaft bin. Und dann jeden Tag Buße, wenn ich was falsch gemacht habe. Auch jetzt immer noch. Abends liege ich da und, oh Herr, vergib. Ne? Aber eine globale Buße heißt das, ich verstehe, ich brauche Errettung. Ich brauche Jesus. Ohne ihn bin ich verloren. Ich bin durch und durch sündhaft. Wer das noch nicht erkannt hat, Gott segne euch mit Erkenntnis seiner selbst und sich selbst. Wir sind durch und durch. In uns liegt Erkenntnis von Bösen und Guten von Geburt an. Was wählen wir immer in kritischen Situationen? Immer das Böse. Sehr selten nehmen wir Gutes. Wir nehmen manchmal Gutes. Und dann spüren wir, oh, das hat gut getan. Als Kinder auch. Aber trotzdem, in Situationen, wo wir Entscheidungen treffen müssen und Jesus nicht haben und Heiligen Geist nicht haben, wir wählen immer das Böse. Leider ist das so. Wer hat das noch nicht erkannt? Jetzt überlegt mal. Einfach zurückdenken. Ne? Sogar wiedergeborene Christen wählen manchmal Böse. Aus welchem Grund wie immer. Manchmal Heiliger Geist sagt und laut sagt. Und man, trotzdem macht man das. Und dann bereut man. Gott vergibt. Das ist eine Erfahrung, wie man nicht machen darf. Aber es gibt Menschen, die übertreten Gottes Wille immer so böshaft. Ne? Das ist schon was anderes. Das ist schon mit Verderben zu tun. Die gehen selber in Verderben. So, das heißt, globale Buße. Ich bin durch und durch sündhaft. Ich brauche Jesus. Keine einzige Entscheidung kann ich ohne sein Licht richtig treffen. Ich brauche für jeden Schritt und Tritt. Je älter ich werde, je mehr ich Bibel lese, je mehr in geistlichen Bereiche eintauche, ich verstehe, ich brauche ihn mehr und mehr und mehr. Irgendwie früher habe ich ihn nicht so gebraucht wie jetzt. Ja, ich war auch an ihn anhängend. Aber mit Buße, das heißt, ich bin, obwohl ich wiedergeboren bin, trotzdem meine fleischliche Natur will eigene Wille durchsetzen. Und muss man mit eigenen Wille Entscheidungen treffen. Und es ist manchmal schmerzhaft für das Fleisch. Aber nachhinein, wir sehen, oh, das war doch richtig. Das hat mir viel Frucht gebracht. Halleluja. Habe ich die Frage beantwortet oder nicht ganz? Wenn du, dann entwickeln wir Thema. Wenn nicht, dann entwickeln wir Thema weiter. Was? Ja. Galater Kapitel 2, Vers 20. Buße beinhaltet auch, dass man umkehrt. Also von dem Weg, den man gegangen ist, umkehrt. Dass sich einfach umdreht und auch in entgegengesetzte Richtung geht. Natürlich werden wir das nicht alleine schaffen, sondern nur in Jesus Christus. Und das beinhaltet gerade die Schriftstelle, die ich vorlesen möchte. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also alles, was in unserem täglichen Leben passieren mag, werden wir nur schaffen, in dem Jesus Christus in uns lebt. Und wir uns dessen bewusst sind. Wenn ich weiß, dass Jesus Christus in mir lebt, weil ich ihn angenommen habe und weil er mein Herr geworden ist, dann werden solche Dinge, die ich bisher, bevor ich ihn gekannt habe, immer weniger passieren. Wir werden umfallen und wir werden aufstehen, weil wir wissen, er ist in uns. Und er hat alle Sünden dieser Welt besiegt. Also insofern ist diese Erkenntnis, dass nicht ich allein, sondern der in mir lebt, Jesus Christus, schon eine große Buße. Wenn man das begriffen hat, dann erneuert man auch seinen Gedanken.
Das ist auch ein Teil der Buße, dass man seine Gedanken, seine Überlegungen verändert. Alleine schafft man das nicht, nur mit Jesus Christus, mit seiner Macht. Denn in unserer Schwäche offenbart sich seine Kraft. Halleluja. Amen. So, meine Lieben, habt ihr noch Fragen? Ja, Dieter. Okay, du meinst jetzt, dass du jetzt gegen dich kämpfst oder was meinst du, oder verlierst deine Persönlichkeit oder was meinst du jetzt? Ich will nur wissen, ob ich richtig verstanden habe. Na, ich weiß nicht, was für Sachen das sind. Ne? Hobbys. Na, Hobbys ist eine gute Sache. Ja. Ja. Nur wieso? So, jetzt ist das ein bisschen anderes Thema als Taufe. Pass auf, wenn wir unser Leben so betrachten, Gott ist Liebe und will, dass wir dieses Leben lieben. Ja? Er will, dass wir Hobbys lieben, er will, dass wir Familie lieben, er will, dass wir Arbeit lieben, Kinder lieben, Geld lieben, das lieben und so weiter. Jetzt Schock bei einigen, oh, das ist doch Sünde. Nein. So, jetzt, ne? So, über allem steht Gott, der uns dieses Leben geschenkt hat. Ja? Jetzt pass auf, wenn das alles auf einer Fläche liegt und wir sollen das lieben, Leben lieben, Menschen lieben, Tiere lieben, Pflanzen lieben, arbeiten, so leben, ne? So, was steht über der Fläche? Das ist Sünde. Was auf der Fläche liegt, das ist okay, aber was über der Fläche ist und was wir mehr lieben als alles andere, das ist Sünde. Deswegen auch Geld, ne? Ah, das ist doch Sünde, Geld zu lieben. Ja, Geld muss man lieben, wenn man nicht über die Familie stellen oder über ne, andere Dinge. Aber wenn wir normale Liebe zu Geld haben, das ist normal. Oder Hobbys und so weiter. Was gemeint wird mit mein Ich-Sterben, wieder alleine kann ich das nicht. Gott zieht mich zu sich. Das heißt, meine Liebe, wenn meine Liebe zu Gott wächst, dann ist einfach Hobbys weniger Zeit geben. Ja? Man will, oder mit Gott zusammen machen, genau. Man will einfach mehr Zeit mit Gott verbringen. Das wird von Heiligen Geist erzeugt. Deswegen, ich sage immer, wir müssen alles bitten. Habe ich keine Freude? Ich sage, Herr, gib mir Freude. Habe ich keine Geduld? Herr, hilf mir, gib Geduld. Habe ich dies oder jenes? Liebe zu Gott. Ich sage, Gott, Jesus, ich will dich lieben, so wie du mich liebst. Ich kann das nicht erzeugen. Ich sage, hilf mir. Gib mir diese Liebe. Leg diese Liebe in mich hinein. Ich meine jetzt nicht Sünde lieben und so. Das, was mir schadet und mein geistliches Wachstum hindert, das, ja, so. Das heißt, das wird von Heiligen Geist erzeugt. Man muss man nur wollen. Ich will, ja, ich will. Und dann erzeugt er das. Macht. Natürlich, irgendwo müssen wir schon uns bemühen, da hinzugehen, Bibel ab und zu lesen. Ja, das ist immer erst Anfang. Aber sich selber kann man nicht zwingen, Gott zu lieben. Schaffen viele nicht. Es fängt immer klein an. Kannst du nur 10 Minuten vielleicht am Tag fokussieren. In 10 Jahren kannst du schon eine ganze Stunde auf Gott fokussieren. Fängt alles an. Muss man sich selber nicht verdammen. Ja. Zum Beispiel kann ich ein Beispiel sagen. Gott liegt in seinem Herzen. Für ihn ist ganz wichtig, ob du ihn liebst oder nicht. Weil am Anfang wird es nichts ändern. Du wirst dein Hobby genauso lieben wie jetzt. Und wenn das Heilige Geist stört, wenn diese Hobby zu viel Zeit braucht als Gott, dann wirst du schon merken, irgendwann ist keine Begeisterung mehr bei Hobby, also irgendwann keine Lust bei Hobby und er tut das schon. Ja, das habe ich bei mir, bei Fußball gesehen, am Anfang, ich habe Schwänger gemacht, das war Begeisterung.
wenn ich merke, dass der Heilige Geist sagt, dass die dritte Zeit, und dann kam die Begeisterung weg, dann machst du auch automatisch, weil das muss machen, und irgendwann sagst du, wozu mache ich das, und irgendwann lässt du das. Ja, und deswegen wird das auch so. Deswegen musst du dir wirklich Gedanken machen, wenn du sagst, Heiliger Geist, du bist mein Lehrer, du lebst mit mir, und du weißt selber, was dir stört, was stört dich. Der wird das schon machen. Ja. So, deswegen nochmal wieder zurück zum Taufen. Sich taufen lassen, weil die Frau gesagt hat, muss man nicht. Ja, die Frau, die haben, ne, so eine Macht. Mach das. Und dann nach einem Monat, ja, okay, mache ich. Nein. So, wir haben einen Fall gehabt. Es gab einen traurigen Vorfall. Vor zig Jahren gab es Jungs hier bei uns in der Teenie-Gruppe. Und dann mit 20 haben die Autounfall, und zwei davon, die bei uns in der Teenie-Gruppe waren, die sind verunglückt. Und ihre Freunde da im Freundekreis, die haben Angst gekriegt, und dann haben die sich gemeldet und wollten Taufe annehmen. Aus Angst. Und dann haben wir ganz schlicht und sachlich gesprochen. Und die haben gesagt, wenn ihr nicht bereit, Jesus nachzufolgen, das rettet euch auch nicht. Ne? Ja, die haben dann haben sich nicht gemeldet. Taufe aus Angst, aus dies, jenes, da, hielt nicht. Das ist wie falscher Pass. Aus eigenem Glauben.